Flo, herzlich willkommen zum Interview der Woche. Eine lange Saison neigt sich jetzt so langsam dem Ende entgegen. Unser letztes Heimspiel steht an. Wie würdest du sagen, wie fühlst du dich jetzt auf dieser Saisonzielgeraden, auf der wir jetzt sind? Erschöpft. Ich glaube, es war eine sehr lange Saison, auch gerade mit der langen Winterpause, wo wir dann auch nochmal die 4 Wochen oder 5 Wochen Vorbereitung hatten. Irgendwann ist man dann auch froh, wenn die Saison rum ist. Natürlich hätten wir uns das Ende ein bisschen anders vorgestellt. So ist es jetzt, aber ja, war schon eine sehr lange und kräftezehrende Saison dieses Jahr. Wir haben uns heute mal für das Interview auf die Pressetribüne gesetzt. Hier sitzen normalerweise die ganzen Journalisten, die euch oder dich während oder nach dem Spiel bewerten. Ist es etwas, worauf du oder man achtet als Spieler, zum Beispiel auch Spielernoten oder über das, was auch über dich geschrieben wird, oder blendest du das komplett aus? Nee, das nimmt man natürlich irgendwo auch wahr, und das ist auch montags bei uns in der Kabine dann auch Thema. Gerade die Benotung, aber da das Thema ist ja, ja nicht ganz einfach, und mittlerweile können wir drüber lachen, aber die Anfangszeit war schon etwas, wo man sich gedacht hat, oh, wer benotet das eigentlich? Wir sind so ein bisschen dahinter gekommen, wie das jetzt alles abläuft. Deswegen können wir da jetzt drüber schmunzeln und nehmen das nicht mehr so ernst. Grundsätzlich auf Torhüter ist ja immer ein besonderer Fokus gerichtet. Häufig führen Fehler von euch unmittelbar zu Gegentoren. Passiert so ein Fehler, können dann auch mal 5 Paraden im gleichen Spiel vielleicht so ein bisschen untergehen. Ärgert dich sowas? Fühlst du dich ja manchmal auch, dass du sagst, ja, ist nicht immer ganz konsequent die Bewertung dann auch in diesem Fall? Die Bewertung ist mir dann eigentlich relativ egal, weil es geht ja im Endeffekt um mich, es geht um die Mannschaft, und das ärgert mich dann nicht, wie es nach außen hin wirkt, sondern eher, was macht der Fehler, führt zum Gegentor. Passieren andere Dinge dadurch, wie die 5. Gelbe für Cello im Heidenheim-Spiel. Das sind dann so Kleinigkeiten, die einen dann selber persönlich ärgern. Aber was die Bewertung angeht, ist, ja, spielt das für mich keine Rolle. Weil, wie gesagt, mittlerweile ja, haben wir da ein anderes Auge drauf. Aber grundsätzlich ärgert mich jeder Fehler. Kommen wir mal von der Fremdbewertung zur Eigenbewertung. Du hast gerade schon damit angefangen. Wie würdest du deine eigene Saison beschreiben, die ja jetzt auf der Zielgeraden ist, wie gesagt? Ich glaube, ganz gut. Klar waren wieder 1-2 Dinge drin, die mir so nicht passieren dürfen, aber das ist irgendwo auch menschlich. Also ich habe, glaube ich, dieses Jahr keinen Torwart gesehen in der ersten oder zweiten Liga, der komplett fehlerfrei durch die Saison geht. Und das ist, was viele immer sagen, ja, der Kastenmeier und ist ja noch ein junger Torhüter und muss lernen, aber die Fehler passieren jedem. Und deswegen, glaube ich, kann ich mit diesem Jahr ganz, ganz zufrieden sein. Gerade was das Ende der Hinrunde angeht, da glaube ich, habe ich schon gute Leistungen gezeigt und konnte der Mannschaft auch helfen. Das hätte ich mir jetzt so, ja, die letzten Wochen ein bisschen verstärkt wieder gewünscht. Dann ist mir der Fehler gegen Karlsruhe unterlaufen. Aber ich glaube, die letzten 2 Spiele waren wieder so, wie ich die letzten Wochen, Monate über gespielt habe. Und damit kann ich ganz gut leben. Hast du im Laufe der Saison etwas an deinem Spiel angepasst, verändert? Gab es Stellschrauben, wo du gesagt hast, in der Saison, an wen drehe ich jetzt und dann möchte ich gerne mich vielleicht auch nochmal weiterentwickeln? Gab es da etwas? Die Stellschrauben, die, sag ich mal, habe ich schon länger angepasst. Nicht nur, also die habe ich schon vor der Saison angepasst. Das ja, ist auch so ein bisschen mit dem Trainerwechsel gekommen. Da, glaube ich, habe ich mein Torwartspiel ja etwas verändert, das stimmt, und ich komme ganz gut damit zurecht. Ich schütze mich dadurch auch irgendwo dann selber vor Fehlern, helfe der Mannschaft dadurch durch ein ja, etwas klares Torwartspiel, und das tut mir gut. Und ja, ist natürlich dann auch schön zu sehen, wenn es andere Außenstehende auch merken. Ich glaube, du spielst so ein bisschen an. Du bist ja nicht nur ein Torwart, der Bälle auf der Linie festhält im besten Fall, sondern auch der durch sein Aufbauspiel, kurze und lange Bälle, sehr, sehr viel auch für unser Spiel nach vorne tut. Definierst du dich mittlerweile auch sehr, sehr stark selber genau über solche Aktionen? Gegen Kiel hast du zum Beispiel mit dem langen Ball auf die linke Seite das 1-0 mit eingeleitet. Ist es wichtig, wo du sagst, darüber definiere ich mich mittlerweile auch selber? Ich glaube eher, dass ich darüber
von außen definiert werde. Das begleitet mich ja schon eigentlich, seitdem ich hier angekommen bin, beziehungsweise auch schon in Stuttgart. Das ist ja immer so der fußballerische Kastenmeier da hinten drin und so weiter. Ich definiere mich über vieles. Also ich glaube, ich decke mittlerweile viele Facetten sehr, sehr gut ab. Und da kann ich der Mannschaft dann noch helfen. Na klar ist das eine Stärke von mir. Das ist ja kein Geheimnis, dass der Trainer das auch sehr gerne dann bevorzugt im Spielaufbau. Und wenn es dann wie beim 1-0 gegen Kiel hilft, dann ist das natürlich schön. Und ich glaube, es hätten auch mehr Szenen sein können dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr auch schon. Aber steckt man nicht immer drin. Ich versuche das Beste da hinten rauszuholen. Und am Ende liegt es an den Jungs vorne, ob die es dann vollenden oder nicht. Aber ich glaube, das zeichnet mich schon aus. Wirkt sich eigentlich, wo wir gerade beim Spielaufbau sind, auch die Systematik auf dein Spiel aus? Gegen St. Pauli waren wir jetzt mit der Dreierkette unterwegs, davor häufiger eher in der Viererkette. Macht das etwas mit deinem Spiel oder auch mit dem Personal, was in der Verteidigung steht? Oder ist es eigentlich eher unabhängig davon? Es ist unabhängig, weil letztendlich biete ich mich ja eigentlich nur an als Notlösung. Wenn sie nicht wissen, wohin, dann können sie mir den Ball sehr gerne geben. Da habe ich kein Problem damit. Aber grundsätzlich passe ich mich der Mannschaft an, nicht die Mannschaft an mir. Das wäre ein bisschen überzogen. Und bis jetzt, glaube ich, klappt das ganz gut. Klar, bei vielen Fans kommt das nicht so gut an, aber ja, wir wissen schon, was wir machen. Wir trainieren die ganze Woche über, wie wir am Wochenende spielen wollen. Und dann ist es halt mal so. Und dann geht der Ball vielleicht ein zweites und ein drittes Mal zu mir zurück. Aber letztendlich müssen wir auf die richtigen Situationen warten. Und dann ist es auch systemunabhängig. Auf der Tribüne hier sitzen nicht nur Journalisten, sondern auch der Kollege aus der Medienabteilung, der sich immer wieder über Florian Kastenmeier Content freut, den er über TikTok ausspielen kann. Videos von dir oder mit Szenen von dir wurden mittlerweile schon 20 Millionen Mal oder über 20 Millionen Mal angeklickt. Verfolgst du das? Haben dich vielleicht sogar schon Leute darauf angesprochen, dass du da schon hier und da mal viral unterwegs bist? Bis jetzt hat mich noch keiner darauf angesprochen, aber natürlich nehme ich das wahr. Ich habe zwar kein Social Media mehr, aber meine Frau hat mir das dann auch mal gezeigt, beziehungsweise hier das Medienteam macht mich schon darauf aufmerksam. Und ja, eigentlich könnte ich mich auch von euch bezahlen lassen, weil ich gebe da ja schon immer wieder ein bisschen Futter für euch. Aber das ist ja nicht bewusst gemacht. Also das ist ja nicht so, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, boah, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf ein TikTok-Video, sondern das passiert einfach aus der Situation heraus. Und wenn ich euch damit die Arbeit erleichtern kann, dann mache ich das gerne. Sehr schön. Auch wenn du es gerade sagst, du machst natürlich nicht absichtlich, gar keine Frage. Dennoch, der Kollege braucht noch Futter für die Sommerpause. Kommt da noch was? Sehen wir am Sonntag. Im positiven Sinne. Bleiben wir beim Sonntag. Hannover 96 kommt in die Arena zum letzten Heimspiel. Ist es alleine schon durch diese Situation, dass es das letzte Heimspiel ist, eine besondere Situation oder ist es für euch ein Spiel wie jedes andere auch? Nee, ich glaube, das letzte Heimspiel ist immer etwas Besonderes, vor allem weil ja auch ein paar Spieler verabschiedet werden. Ruven wird sein letztes Heimspiel hier machen, David wird sein letztes Heimspiel hier machen. Und auch der Capo von den Ultras wird sein letztes Spiel machen. Den haben wir ja, sag ich mal, auch sein letztes Auswärtsspiel gebürtig verabschiedet. Und deswegen ist das nochmal Ansporn genug, glaube ich, da einfach eine super Leistung zu zeigen, alles rauszuholen nochmal. Und wir haben noch was gut zu machen aus der Hinrunde und aus dem Pokal letztes Jahr. Deswegen, glaube ich, könnte nochmal ein schönes Fest geben. Schauen wir einmal auf das Sportliche. Hannover eine technisch sehr, sehr starke Mannschaft, aber zu Hause lief es zuletzt ja richtig, richtig gut. Was erwartest du für ein Spiel, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es das letzte Heimspiel ist? Ja, man läuft ja immer so ein bisschen Gefahr, da es ja um nichts mehr geht bei Hannover. Aber ich glaube, die haben jetzt am Wochenende gezeigt, dass sie noch mal wollen und dass sie auch ein bisschen was gut zu machen haben aus den vergangenen Wochen und Monaten. Da war es ja auch nicht ganz einfach. Und deswegen wird schon ein umkämpftes Spiel werden, gerade auf unserer Seite. Wie gesagt, wir wollen da den Jungs einen schönen Abschied bereiten vor heimischer Kulisse und den Fans, die ins Stadion kommen, auch noch mal zeigen, dass wir richtig Bock haben, da das Beste rauszuholen aus der Saison. Letzte Frage, lass uns nochmal über das Saisonende hinausblicken, auch wenn noch zwei Spiele anstehen. Weißt du schon, wie du die spielfreie Zeit
verbringen wirst, mit der Familie, gehst in den Urlaub, hast du schon Pläne? Ja, wir werden zeitnah dann nach Mallorca fliegen und werden da unsere komplette Pause verbringen, ein bisschen runterfahren, Kräfte sammeln und dann geht's wieder los. Super, vielen Dank dir, Flo, für das Interview und viel Erfolg für Sonntag. Vielen Dank.